Ja, moin Leute, ne? Oder guten Abend. Und herzlich willkommen zurück zu White Hearts. Ja, beim letzten Mal hatten wir hier so ein riesiges Kemono-Schwein besiegt. Das hat uns ordentlich den Arsch versohlt. Ich sah nur den veganischen Schinken vor mir. Und mir fiel da der Gedanke auf. Hey, ich bin Fleischfanatiker, ich mag nicht vegan. Ja. Am Ende des letzten Streams hatte ich noch ein bisschen mit den Einstellungen rumgespielt. Da habe ich ja so Einstellungen gefunden, die tatsächlich funktionieren. Dafür haben wir nicht die komplett beste Grafik, aber besser als wenn das Spiel FPS-Drops die ganze Zeit hat, ne? Ich würde am Ende des Streams auch noch mal gerne so 20 Minuten noch mal so ein bisschen rumprobieren, ob ich das ein oder andere vielleicht höher stellen kann. Ja, ich habe ja gesagt, dass ich nach dem letzten Stream so ein bisschen die Questen hier machen wollte und das habe ich auch so teils getan. Also, ich habe hier das Blütenschwänzchen einmal gejagt und ich habe das Schweinchen noch einmal gekillt. Das hatte ich so offscreen noch mal gemacht. Die restlichen Questen habe ich jetzt nicht noch mal gemacht. YouTube hat die darauffolgende Jagd nach dem Dorf hat übrigens nicht gesehen. Die habe ich rausgeschnitten, weil das ein altbekanntes Vieh war. Da habe ich da dann den Cut gesetzt. Ja. Wir wollen heute erstens die Nebenquest mal hier abgeben. Ich zeige dann auch mal gerne, welche Einstellungen ich übrigens gerade habe. Also ich habe gerade wirklich alles niedrig eingestellt, bis auf das Anti-Aliasing. Das habe ich auf Maximum gestellt. Das scheint offenbar keine Probleme auszulösen. So, bei dir kann ich auch meine Quest abgeben. Er ist tot? Ja, tut mir leid, dein Kamerad ist tot. Mir ist schon bewusst, dass das Leben als Jäger gefährlich ist. Aber trotzdem, der arme Kerl. Und, wart ihr erfolgreich? Bei der Jagd, meine ich. Was? Dieser Flora-Grunzer? Die sind ein kleines Vermögen wert. Ich werde euch hierfür angemessen belohnen. Vielen, vielen Dank. Es gibt eine Sache, die ich auf jeden Fall gerade kurz aufs Maximum stellen will. Das teste ich direkt sofort. Nämlich die Modelqualität. Die will ich auf jeden Fall auf Maximum halten. Nach Möglichkeit. Na, ihr habt euch um die Zederngeißel gekümmert, nicht wahr? Gut, nun wird's Ach ja, das Harzvieh habe ich auch nochmal verkloppt. Ich habe wirklich nichts gegen das Kemono. Aber da es das Wasser so verschmutzt hat, hätte hier nichts überlebt. Ich werde sicherstellen, dass ihr für eure Mühe bezahlt werdet. Und vielleicht werde ich in Zukunft eure Dienste erneut in Anspruch nehmen. So, einen Auftrag kann ich noch abgeben. Ich habe einen Auftrag abgeschlossen und 1000 Gold erhalten. Das ist sehr schön. Ja, wir wollen ja eigentlich jetzt heute mal zur Insel Natsukodachi. Hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Was haben wir denn hier schönes, uraltes Holz? Das sehe ich als schön an. Das ist nämlich das richtige schöne Holz. So, ich soll den Smaragdgleiter vernichten und jagen. Habe ich jetzt hier einen Schnellreisepunkt? Ja, das ist auf jeden Fall ein Schnellreisepunkt. Ich muss die alte Karte auch nochmal abgrasen. Einfach nur wegen diesen kleinen Viechern da. Wegen den Zukomos. Da habe ich mir dieses eine, was hinter der Graswand stand im ersten Stream, das habe ich mir dann schon gegönnt. Okay, hier ist der Drachenschlund geöffnet. Hier ist auch schon ein Lager, in dem ich mich ausruhen kann. Und da ist auch schon Feuer. Kann ich das Ding denn überhaupt verbessern? Nee. Okay, ich habe kein spezielles Jagdziel hier. Muss einfach nur dieses komische Lebewesen finden. Ich wollte was anderes machen. Ich wollte mich hier nicht hinsetzen. Das Ding will ich bauen. Ich baue es hier hin.
Die Ehre ist damit. Dann such mal. Wo ist es denn? In der Richtung, okay. Ach ja, im Übrigen, das habe ich auch noch nicht erwähnt, ne? Ich kann mir hier die ein oder andere neue Sache kaufen, weil ich jetzt ein paar Kugeln mehr habe. Ich bin gerade nur am Überlegen, was ich nehme. Selbst Fische fangen klingt ganz nett. Damit hätte ich so gesehen eine Laterne. Ich will Fische gefangen bekommen. Das klingt auch interessant. So, du willst mir Fische fangen. Dafür muss ich dich ins Wasser stellen, ne? Ja, hier darf ich dich aufstellen. Perfekte Position. Okay. Fällt mir ein, das steht hier, glaube ich, nicht, ne? Muss noch ein paar Zutaten trocknen lassen. So. Futter müssen wir uns natürlich auch gönnen. So, wie komme ich denn zu dir hin? Hier über die Klippen schon mal gar nicht. Ich denke mal, ich darf den langen Weg laufen. So viel davon mitnehmen wie möglich. Komme ich denn hier mal nach da oben? Da sieht's gut aus. Hier sieht's sehr gut aus. Komme ich dem Wasserfall hier denn hoch? Den Wasserfall, das ist ein Bachlauf. Wo ist Shiny? Ach, wollt ihr mich verarschen? Posti ist abgestürzt. Das ist gerade eben vor dem Stream schon einmal abgeschmiert. Was ist denn heute mit der Technik schon wieder los? Mann. Ich darf das jetzt eben kurz nochmal einstellen. Gebt mir eine Minute. Vielleicht auch zwei. Danke, Turmfalke, fürs drauf aufmerksam machen. Ich hätte es nicht gemerkt. Wenn er nochmal abschmiert, dann schalte ich einfach den Avatar generell für das Projekt aus. Weil das scheint sich ja offenbar zu sehr zu beißen. So. Wenn er nochmal verschwindet, bitte Bescheid geben. Ich sehe das nämlich nicht. Dann verträgt sich VC, das ist die Cam, worüber der Avatar läuft, tatsächlich nicht mit dem Spiel. Was bist du? Ich wollte diese eine Sicht einsetzen, um gucken, ob du mein Ziel bist, aber bist du nicht. Ich würde gerne hier eigentlich ein Zelt hinsetzen, sofern das weitmittig ist. Ist das weitmittig? Ja. Sagen wir mal, da wird es hingesetzt, ungefähr. Was seid ihr? Ihr erinnert mich irgendwie so an einen Koi-Fisch, ein bisschen. Kombiniert mit einer Schlange. Ist mir zumindest nicht feindlich gesinnt. Tut mir leid, ich will da Material haben.
So, ich versuche mich anzuschleichen, dann kann ich das Tier vielleicht streicheln. Okay, kann ich nicht. So, jetzt verschwindet der mit Absicht einmal aus dem Bild. Brauche ich auch was fürs Thumbnail später. Okay, du kämpfst mit Wasser. Ich habe verstanden. Ich würde dir gern zuerst das Horn abhacken. Du hast Reichweite. Ich hab's gemerkt. Es kann losgehen. Volltreffer. Stimmt ja, ich habe ja auch noch die Fackeln. Ich bezweifle, dass die dir ordentlich Schaden drücken. Aber ich kann sie ja mal nutzen, ne? Kannst du mal runterkommen? Brave Maus. Oder was sollst du darstellen? In meinen Augen bist du eine Maus. Mann, jetzt komm doch da runter. Ich wusste nicht, dass das funktioniert, aber ich bin glücklich. Hier gebe ich eins auf die Mütze. Guck mal, der hat richtig schnell den Schwanz eingezogen. Ich kann mal gucken, kann ich das Monster eventuell auch von der Grafik ein bisschen höher stellen? Die Texturfilterung könnte ich ein bisschen höher stellen. Ich muss da halt momentan wirklich ein bisschen rumprobieren, weil ich muss halt auch gegen die FPS-Drops hier ein bisschen arbeiten. Ich probiere mal, ob auf Mittel alles funktioniert. Habe ich jetzt FPS-Drops? Scheinbar nicht. Okay, kann ich damit offenbar arbeiten. Ich war doch noch so ein Schlangenvieh. Ich will dich streicheln. Ich wollte schon immer eine Schlange als Haustier haben. Die sind bestimmt ganz nett. Leute, nehmt das nicht für wahre Münze. Wenn die Schlange als Haustier braucht, ihr auch ganz spezielle Scheine. Ich hatte mal einen Freund, der hatte einen Varan bei sich zu Hause. Der war tatsächlich ganz handsam, der ließ sich auch streicheln. Ich hatte den sogar einmal auf den Arm. War echt interessant. Mann, hast du lange gebraucht, um das Schwert zu ziehen? Junge, irgendwer steht mit deinen Augen nicht. Oh, ich glaube, ich habe das Horn endlich abgehackt. Meins. Ist die Musik eigentlich jetzt gerade zu laut? Übertönt die mich oder passt so? Junge, hör doch mal auf wegzulaufen. Ich will dir doch nichts Böses. Aua. Hast du deinen Schwanz gerade als Trampolin benutzt? Warte, da haben wir gelernt. Einfach draufhauen. Der fällt dann runter.
Nein, ich will da nicht runter. Ich will da nicht runter. Der benutzt seinen Puschel echt als Trampolin. Warte, ich höre mal eben kurz rein, während er mich gerade nicht auf den Kicker hat. Junge, ich will das auch können. Obwohl, ich will es nicht können. Aber macht bestimmt Spaß, durchgehend ein Trampolin dabei zu haben. Ich habe nicht drüber nachgedacht, bevor ich es ausgesprochen hatte, okay? Nein, 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 nein! Zum Glück seht das nicht als los. Jetzt schlag mich nicht schon wieder hier runter. Ey, ich will von der Klippe weg. Hier ist gerade dein Schniedel geplatzt. Ist dir das bewusst? Man sieht gerade echt viel. Ey, nicht abhauen. Gucke ich wenigstens, hier oben würde ich so einen Tsukumo vermuten. Ich will hier eben kurz gucken. Ist hier einer? Hallo? Wusste ich's doch. Die Stelle kam mir so verdächtig vor. Doch, ich kann auch da drauf stehen. Mir ist... Ich musste da gerade kurz den Satz erstmal erlauben. Aber ist 1:1 das, was gerade passiert ist. Und wir vergessen die Stelle, wo ich gerade den Berg runtergeplumpst bin. Das Ding da würde ich gerne annehmen. So. Oh, blendet euch auch gerade die Sonne. Da unten bist du, du Mistvieh. Dich komme ich jetzt holen. Hat jemand eine Leiter? Kann ich das Ding auch nach unten feuern? Das sollte helfen. Ich kann. Und ich werde es. In deinen Arsch. Er wusste, was ich vorhatte und ist geflüchtet. Oh, cute, eine Schildkröte. Warte, ich muss Schildkröte streicheln. Ich sagte, ich muss Schildkröte streicheln. Okay, ich durfte was Neues konstruieren. Ich habe einen Hammer konstruiert. Immer wieder interessant, was man hier bekommt. Okay, drei von diesen Dingern ergeben einen Hammer. Hammer! Attacke! Das wird dir nicht gefallen.
Ich dachte, du bist nur am Bauen. Ich sehe das jetzt richtig, ne? Der Hammer, der aktiviert sich nur einmal. Danach ist er weg. Ich finde das so doof, dass der sich nicht währenddessen dreht. Aua. Jetzt im Geier macht die ganze Zeit diese Linien. Tsukumo das? Komm, setz dich da drauf. Ich habe gerade etwas gelernt. Komm, komm, du willst da drauf. Wie hast du mich verfehlt? Also das Schwein fand ich wesentlich cooler als dich, muss ich schon sagen. Es hat ganze Bäume erschaffen und du plusst das nur deinen Schweif aus und lässt ihn platzen. Soll ich dir mal zeigen, was ich davon halte? Das wird dir nicht gefallen. Fahr auf mal die Schneck noch. Hat man aber auch davon, wenn man ne, auf einmal anfängt, das Vieh zu beleidigen, ne? Hast du gerade meinen Tsukumo ins Meer geworfen? Ich glaube, der hat meinen Kumpel ins Meer geworfen. Jetzt ist er sauer. Oh, gezielt den Schweif abgehackt. Das ist jetzt meiner. Ich will nicht schwimmen. Wow, der erste Kimono, den wir besiegt haben, ohne zu sterben. Nicht hier noch irgendwas? Nö. Tschüss. Verzeih. Mögest du in Frieden ruhen. Im Ernst ist das erstmal, dass wir nicht gestorben sind. Okay, wir können uns hier noch ein bisschen umgucken, wenn wir wollen. Ich will das Ding mal ausprobieren. Aber das schießt mich ja hoch, ne? Also sollte ich das am besten an der Klippe ausprobieren. Ach, jetzt verstehe ich, was da die ganze Zeit gemacht wurde. Der hat die ganze Zeit versucht, das auf eine neue hier hinzuschießen. Mir die Bahn nach unten zu setzen. Okay, jetzt habe ich hier wieder eine Nebenmission. Auf eine. Auf welches Spiel? TOTK sagt mir gerade nichts. Das sollte helfen. Hui! Oh, daran hätte ich im Real Life so mega Spaß.
Ist ja mega geil. Ui. Ui. Mir darf man nicht solche Dinger geben. Ich habe damit dann nur Spaß. So, ich habe jetzt mal die Taste zum Greifen gefunden. Oh, hi. Ich habe dich zwar nur rein zufällig gedeckt, aber hi. TOTK. Ne, kannst du mir mal kurz im Ganzen schreiben, was das ist? Dann kann ich dir sagen, ob ich gehypt bin. So, warte. Ich suche jetzt auch noch hier irgendwo. Irgendwo sind doch die Erklärungen. Freundschaftsliste. Tutorials. Da war gerade was mit dem Gleiter. Wie verwende ich den? Ich habe da nicht aufgepasst. Ich werde es auch nicht herausfinden. Ach so, das ist ein Item zu setzen. So, kann ich das damit kombinieren? Oh, da ist ja noch ein Freund. Wahrscheinlich auch immer wieder verwerten zu können, den Gleiter. Ach so, Tears of Kingdom. Ja, den neuen Zelda-Teil. Da freue ich mich übelst drauf. Also da bin ich übelst gehypt. Du stehst überhaupt nicht doof. Sorry, ich konnte mit der Abkürzung noch nichts anfangen. Ich vergesse immer wieder den zusammenhängenden Namen zum neuen Zelda-Teil. Wie, ich kann nicht mehr tragen. Was für, was ist denn das hier? Ich würde gerne noch so eine Schlange streicheln, bevor ich nach Hause gehe. Und eine Schildkröte umbringen. Muss ja wissen, was die alles so droppen. Weil die wollen manchmal verschiedene Sachen haben. Hallo. Außerdem würde ich mir gerne nach Möglichkeit hier so einen Reisepunkt so mittig vorher setzen, bevor ich wieder zurückgehe. Hier so in der Richtung. Am besten an einen Platz weit oben, wo die Viecher mich dann auch nicht direkt nerven. Also wie gesagt, auf Tears of Kingdom, da freue ich mich mega drauf. Breath of the Wild habe ich schon dreimal durchgesuchtet. Einfach weil das so ein guter Teil war. So, ich hier eine Schlong. Wo sind die Schlongen? Hier sind doch gerade eben diese Schlangen rumgeflogen. Ich will eine davon streicheln. Ich will wissen, was die droppen. Die können ja auf zwei Arten was droppen. Indem man sie tötet oder indem man sie streichelt. Ich würde mal sagen, hier oben setze ich das Lager hin. Dann habe ich einen Schnellreisepunkt. Oh, hi. Soll ich hier eine schön offene Fläche, wo ich es hinstellen kann? Ja, geht. So, ich stelle das mal hier hin. Stelle ich noch ein Feuer daneben. Und falls ich von hier aus irgendwo hinreisen will. Perfekte Position.
Ich könnte versuchen, mich da hochzuschießen, aber ich weiß, dass das im Selbstmord endet. Wie viele Fische wurden denn jetzt gefangen? Kann ich das sehen? Hallo? Ich will wissen, ob ich was gefangen habe. Ich darf es nicht wissen. Gebt mir meine Fische! Oh, Heilungsverstärkung. Mach aber, dass die Fädenform besser ist. Habe ich mehr Fäden. Der Ganon, der war tatsächlich mehr oder weniger ein Witz. Also den habe ich so easy weggeklatscht. Ich weiß nicht, ob es bei anderen genauso war. Was darf ich hier einsammeln? Schade, die Schmiede kann ich hier nicht setzen. Ist das da mein Fischfanggerät? Das ist mein Fischfanggerät. Du hast 4 Fische in der kurzen Zeit gefangen. Ich kann aber nichts mehr tragen. Okay, wenn du so rumschwimmst und nicht nur an einer Stelle bleibst, bist du mega praktisch. Hast du sogar gerade noch einen 5. gefangen. Ich sehe da übrigens einen Tsukumo. Wieder ein Freund mehr. Tut mir leid, mein kleiner Freund. Ich muss wissen, was du droppst. Geschnittenes Fleisch. Okay, es tut mir leid. Ich streiche euch ab sofort nur noch. Da, guck. Es tut mir leid, dass ich deinen Bruder ermordet habe. Es tut mir leid. Sieht auch so nach einem verdächtigen Ort für einen Tsukumo aus. Von der Seite mal reinschielen. Hab ich da was gesehen? Ja, einen Tsukumo. Ich habe schon ein paar Bilder vom neuen Ganon ja gesehen, also jetzt nicht von dem von der Schweineversion, sondern ja von dem normalen, wo der irgendwie so halb eine Mumie ist. Da frage ich mich nur, wie ist das passiert? Und wie ist das mit Links Arm passiert? So, die Rüstung will ich mir zuerst angucken. Gerade sagen, das ist doch nicht hier. Das ist diesmal Gleiterrückenrüstung. Erholungsverstärkung, Geistesgegenwart. Okay. Eine Angriffsstärkung. Und halt eine Gesundheitsaufbesserung. Ist die Hose besser als meine jetzige Kunst der Tarnung? Ja, finde ich eigentlich ganz nett. Meine Rüstung wäre halt auch ein bisschen höher, ne? Muss man halt gucken, was man so nimmt. Was war Fadenfreude? Ja, ein Faden mehr und da... Ein Angriff mehr. Verteidigungswert ist halt leider nicht so gut. Beziehungsweise nicht so krass. Aber die elementaren Abwehren sind besser. Es ist schwierig. Ich nehme mal mehr Angriff. Und dann nehme ich mir noch die Kunst der Tarnung hier mit. Okay.
2800 Gold habe ich noch. Das sind so Cosmetics, die man sich machen kann. Die Rüstung, die gefällt mir tatsächlich. So, dann gucken wir uns jetzt noch die Waffe an. Ich kann ja mal mehrere Katanas schmieden. Die Richtung kann ich doch noch gar nichts basteln, ne? Hier. Dann haben wir mal eins, das auf den Zweig hier geht. Hätte ich doch nur 5 Korallen mehr mitgenommen. So, wer wollte jetzt was von mir? Die eine Troller, die da unten gammelt. Die wollte was von mir. Die Prinzessin. Eine neue Jagd ist verfügbar. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich laufe falsch. Ich weiß auch nicht, wieso. Wisst ihr das, Leute? Geht es dir gut, Opa? Brauchst du eine Pause? Du hast jetzt nicht mich gemeint, oder? Damals war es ein Kinderspiel, hier hochzukommen, als die Karakorin. Ich wollte schon sagen, ich bin doch kein Opa. Da ist jemand, der mit uns reden will. Pack ihn mal aus dem Bild. Ah, oh, ihr habt wirklich ein Tsunobashiri für uns erlegt, nicht wahr? Oder sollte ich lieber Smaragdgleiter sagen? Das ist uns eine große Hilfe. Vielen Dank. Ihr habt hervorragende Arbeit geleistet. Aber wie fühlt ihr euch? Irgendwelche seltsamen Empfindungen? Nichts Ernstes. Ausgezeichnet, das hört man gern. Ihr müsst mir jedoch sofort Bescheid geben, falls euch etwas Ungewöhnliches auffällt. Ein Karakuri in eurem Körper zu tragen, kann unerwartete Konsequenzen mit sich ziehen. Die Saat ist ein uraltes Karakuri. Eine Kristallisation des Wissens der alten Jäger. Sie wird sich mit eurem Körper und eurem Geist verbinden. Sie verleiht ihrem Wirt die Fähigkeit, Karakuri zu beschwören und zu kontrollieren. Das Ki zu beeinflussen, das durch alles natürliche Leben fließt. Bis jetzt hatte ich immer angenommen, das Ganze wäre nur ein Märchen. Ich hätte mir nie erträumt, es mit eigenen Augen zu sehen. So kann ich auf meine Weise jagen, ne? Ja, das ist wohl wahr. Aber leider nicht ohne den einen oder anderen Haken. Erstens glaube ich nicht, dass ihr Karakuri willkürlich wann und wo ihr wollt manipulieren könnt. Das habt ihr sicher schon selbst festgestellt. Ihr habt beispielsweise noch kein Karakuri hier in Minato nutzen können, nicht wahr? Zweitens, obwohl die Saat angeblich das Material für eine Reihe von Karakuri beinhaltet, scheint es so, als ob ihr sie nicht einfach beliebig beschwören könnt. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Art Auslöser benötigt, um die entsprechende Erinnerung zu stimulieren. Da es sich um ein Instrument der Jäger handelt, liegt die Vermutung nahe, dass diese Auslöser während der Jagd aktiviert werden. Und drittens? Und drittens. Ich vermute, dass dies aus eurer Sicht der größte Haken an der ganzen Sache sein könnte. Die Saat wurde tief in euer Herz eingepflanzt. So tief, dass das eine nicht mehr ohne das andere funktionieren kann. Was ich damit sagen will, falls dieses winzige Karakuri zerstört würde, würdet auch ihr sterben. Es ist nicht besonders zerbrechlich, also gibt es keinen Grund zur Panik, aber ich würde es dennoch mit Vorsicht behandeln. Okay. Gut. Ach ja, noch eine letzte Sache, bevor ihr geht. Ich habe eine kleine Aufgabe für euch. Vielmehr eine Aufgabe, die auf Beschluss der Ältesten erfüllt werden muss. Diese Aufgabe beinhaltet möglicherweise die Lösung zu eurem ersten Problem, das ich vorhin erwähnte. Vermutlich geht es schneller, es euch einfach zu zeigen, als zu versuchen, es zu erklären. Würdet ihr mich zur Seeleninsel begleiten? Wir können aufbrechen, sobald ihr bereit seid. Natsume wird uns ebenfalls begleiten. Okay, wieder zurück zur Insel. Fahrt zur Insel mit dem Boot. Das ist wohl unvermeidbar. Verzeiht, ich führe Selbstgespräche. Wenn ihr bereit seid, ziehen wir los. Keine Sorge, ich führe auch Selbstgespräche. Viele nennen es Unterhaltung, aber ich nenne es Selbstgespräche. Nein, ich meine jetzt hier nichts vom Streaming her. Ich meine, in Real Life führe ich wirklich manchmal Selbstgespräche. Ich glaube, das tut jeder irgendwann einmal, dass der mindestens einmal im Leben Selbstgespräche führt. Oh, das ist da oben. Warte mal, ich kann mir doch jetzt hier unten
Ich betrüge jetzt das Spiel. Ich habe meinen eigenen Weg nach oben gebaut. Ja. Yeah. Ich glaube, ich bin zu hoch geflogen. Nee, da. Ich habe gehört, dass du in letzter Zeit häufig mit dem Boot unterwegs bist. Ach, du willst mit mir so reden, okay. Die Seeleninsel ist dir bekannt, nicht wahr? Ja, da war ich gerade eben erst. Ich muss immer wieder an diesen Ort denken. Bei solchen Gesprächen und Filmsequenzen packe ich immer den Avatar plus die anderen beiden aus dem Bild, Leute, für die, die es noch nicht wissen. Soweit ich mich erinnere, begleitete ich eine Gruppe von Sammlern zur Insel. Wir hörten plötzlich einen Schrei aus der Bucht. Ein riesiger Vogel versuchte, ein Kind zu entführen. Der Vater war ganz außer sich. Zu seinem Glück war ein edler Krieger in der Nähe. Ujishige Daidoji. Ich entriss das Kind den Klauen des Kemono, das ich im selben Atemzug erledigte. Beeindruckend. Ich war schon immer geschickt. Vor allem darin, mich selbst zu loben. Einer muss es ja. Wenn du einen Beweis brauchst, geh hin und überzeuge dich selbst. Es gibt bestimmt mehr von ihnen. Sie suchen sicher schon ihr nächstes Opfer. Ach, wenn du dahin gehst, nimm es nicht auf die leichte Schulter. Dieses Kemono war auch für mich fast eine echte Herausforderung. Aber nur fast. Ich wüsste nicht einmal, ob du damit fertig werden würdest. Aber falls du siegst, werde ich dir den Respekt zollen, der dir gebührt. Wenn nicht, naja, dann lachen wir bei einem Becher Sake darüber. Ich freue mich. Sagen wir zwei Becher, okay? Sagen wir zwei Becher und dann ist die Sache geritzt. Ui! Du bist jetzt ab sofort mein Lieblingstool. So, noch ein paar Nebenquests annehmen, ne? Ach, du willst auch noch mit mir reden. Jungs! Würdet ihr bitte einen Moment. Ich will mal im Bild bleiben. Es gibt da eine Kleinigkeit, bei der ihr mir vielleicht helfen könntet. Unserem jungen Yataro hier sind die Materialien ausgegangen. Ich dachte, ihr könntet sie vielleicht für ihn beschaffen? Ich brauche keine Hilfe. Warum steckt ihr eure Nase in Angelegenheiten, die euch nichts angehen? Kommt schon. Kein Grund, beleidigt zu sein. Habt ihr euch nicht vorhin beschwert, dass ihr so nicht weiterarbeiten könnt? Vielleicht habe ich das. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass ich die Hilfe eines Außenseiters brauche. Ich helfe aber gern. Komm, gib dir einen Ruck. Na gut, wenn ihr darauf besteht. Ihr habt ein Angebot, das ihr gar nicht ablehnen könnt, Yataro. Ihr solltet es annehmen. Wo ist die Liste, die ihr mir vorhin gezeigt habt? Dort stand doch alles drauf. Gebt sie einfach dem Jäger hier und wir können alle weitermachen. Ach, meinetwegen. Wunderbar. Sobald ihr alles gefunden habt, könnt ihr es direkt an Yataro übergeben, ja? Also ich habe gehört, 10.000 von diesen Kristallen. Kristallen von den Korallen. Das habe ich gehört. Wenn ihr etwas wollt, so, ich kann es direkt abgeben. Ich glaube, ich hätte aus dem Bild bleiben können. In den richtigen Mengen. Hätte nicht gedacht, dass ihr das alles zusammenbekommt. Oh. Mann, lasst mich doch mal im Bild, Jungs. Das ist doch fabelhaft, nicht wahr? Genau da sei. Arbeit weitermachen. Ihr habt euch hoffentlich bedankt. Nein, warum sollte ich? Ich biete doch eine Belohnung oder etwa nicht. Das hoffe ich doch. Aber es tut nie weh, sich zu bedanken. Ja, tut's wirklich nicht. Ihr seid doch plötzlich losgerannt, um Hilfe zu suchen. Ach, na gut, wenn es sein muss. Und hört auf, so
seltsam zu sein. Hey, wartet doch! Es tut mir leid. Ich wette, ihr fragt euch schon, warum ihr euch die Mühe gemacht habt, nicht wahr? Ja. So war er schon immer. Ich weiß nicht mal, was ich ihm gerade gegeben habe. Also, nehmt es ihm nicht übel. Natürlich ist das keine Entschuldigung dafür, so mürrisch zu sein. Ich werde später mit ihm reden. Bitte sagt, dass ich jetzt im Bild bleiben darf. Holz aus Asuma und Edelstein aus Asuma und Haut eines kleinen Kemono. Okay. Jetzt weiß ich wenigstens, was ich gerade abgedrückt habe. Ich wollte aber eigentlich zu dem Fischertypen, damit ich ein paar Nebenquests für die Insel mitnehmen kann. Ja, ich habe Ujichige gesehen. Hey. Ihr wollt wissen, was noch zu tun ist? Jage 4 Kimono. Jage 2 Kimono. Das würde ich sowieso erstmal nehmen. Ja, komm. Einmal Tryharden versuchen. Dann geht es wohl haltet mich. Dann habe ich meine Questen, springe ins Wasser. Ich dachte, da wäre das schön. Aber bin ich eigentlich geistig behindert? Ich will keine Antwort auf meine Frage haben. Das Schiff erkennt man doch, das steht hier. Smaragdleiter, Donnermarder und Federkralle. Den Smaragdleiter haben wir gerade eben kennengelernt. Ja Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.